Hallihallo, hallo, halli, Trudy ist wieder in der Haus gecheckt. Heute wird es sehr emotional für mich, weil ich habe eine Frage direkt bekommen. Diesmal wird es nicht durch Squeeze gemacht. Oh Gott, ich habe es richtig gesagt. Squeeze, sage ich mal wieder. Und wir starten nämlich jetzt los. Also, los geht's. Tja, ich habe euch ja gesagt, heute ist die Frage sehr persönlich für mich, weil die Katharina hat mich eine Frage gestellt und sie meinte, vielleicht wäre ich bereit, die zu antworten. Ich lese sie mal vor und ihr wisst Bescheid. Hallo liebe Seven Life Trudy, ich hoffe, es geht dir gut. Ich bin Katharina, 21 Jahre alt und bin zurzeit schwanger. Da ich noch mit meinem Freund zusammen bin und es zurzeit nicht so gut funktioniert, wollte ich dir eine persönliche Frage stellen. Wie ist es bei dir gelaufen, als du dich entschied, alleine ziehen zu werden? Okay. Ich lese mal weiter. Und ist es dir schwer gefallen? Wie war der Weg danach? Ich hoffe, du kannst mir diese Fragen beantworten, denn ich bin noch unschlüssig, was ich danach weitermachen möchte. Viele Grüße, Katharina, 21 aus Leipzig. Leipzig. Hi Katharina, diese Frage ist sehr persönlich für mich persönlich, weil es einfach so mein Schicksalsschlag, positiv wie negativ, aufzeige und ich halt selten dazu komme, das auch zu erzählen, weil ich einfach denke, ich bin froh, dass ich die Zeit überlebt habe. Also eins muss ich dir ganz ehrlich sagen, du musst es dir gut überlegen, ob du diesen Schritt wagst, ob ihr vielleicht mit vielleicht Paarberatungen oder sonst ähnliches, ob ihr da vielleicht noch die Kurven kriegt. Sollte es wirklich so weit sein, dass du tatsächlich merkst, mit Kind wird es nicht besser. Und glaub mir, mit Kind ist es anstrengender als ohne. Ich war ja mit dem Vater meiner Tochter, war ich ungefähr 5 Jahre zusammen. Und davon waren 3 Jahre mit der Kleinen. Von daher, es wird nicht einfach, es wird schwieriger. Und da ist halt natürlich dann auch die Frage, willst du diesen Schritt wagen oder willst du den Schritt nicht wagen? Und ich kann dir jetzt nur raten, dir das gut zu überlegen, um rauszufinden, ob das wirklich für dich ist. Bei mir war das so, dass ich Gott sei Dank dadurch, dass ich Schule hatte, dass ich die Uni hatte und dass ich sehr, sehr gute Freunde um mich habe, das natürlich für jede Person sehr wichtig ist, habe ich es überleben können, weil ich immer wieder sagen konnte, okay, meine Freundin nimmt mal die Kleine für ein Wochenende oder die wird auf Notfall könnte sie mir dann helfen, damit ich das mit dem Vater kläre oder sonst ähnlichen Sachen. Ich habe persönlich dann erstmal einen Cut gemacht, als ich feststellte, dass die Trennung tatsächlich im Anmarsch ist. Habe ich erstmal ein Urlaubssemester reingelegt. Ich bin im Auslandssemester gegangen, um nachzudenken. Ich habe wirklich einen Cut aus allem gemacht und habe mir das Wort wirklich überlegt, ob ich das noch wage oder nicht. Wenn es bei dir möglich ist, würde ich es dir raten. Wenn es nicht bei dir möglich ist, würde ich sagen, folge deinen Herzen. Es wird nicht einfach, aber es gibt sehr, sehr gute Vereine, die da helfen. Also ich war beim Verein für alleinerziehende Mutter und Väter, die haben mir da sehr, sehr gut geholfen. Und ich war bei Caritas, sie haben mir auch sehr gute Tipps gegeben. Also ich war auch beim Amt tatsächlich und die haben mir da hier und da die einen Institutionen empfohlen, die für alleinerziehende Mütter sind. Also ich hatte eine gute Betreuerin beim Amt auch. Also ich würde dir sagen, hol dir die Informationen, die du brauchst. Internet ist auch da, es gibt gute es gibt gute, du kannst gute Recherchen mit dem Internet machen und du sollst zu den Vereinen gehen und dich da beraten lassen, wie sie das am besten machen können. Weil es ist halt auch, das geht halt auch darum, dass ihr wirklich zwei Welten leben sollt. Und da kommt auch wirklich eine Trennung da,
was für ein Kind halt, sobald es da ist, natürlich damit leben muss. Ich hoffe, du kannst dich im Guten trennen, weil das ist wichtig, denn der Fokus liegt immer am Kind. Das Kind ist das Wichtigste überhaupt. Das ist das größte Gut, das du haben darfst, dass du gesund auf die Welt bringst. Hoffentlich, wenn du das gesund auf die Welt bringst, ist es das A und O. Und Hauptsache, das Kind ist zufrieden. Danach kannst du, sobald das Kind glücklich ist, kannst du für dich verinnerlichen, okay, jetzt ist mir wieder Zeit für mich. Und dafür habe ich beispielsweise lange gebraucht. Als die Trennung kam, tatsächlich habe ich einen Cut gemacht, habe ich ja gesagt. Und dann habe ich echt mit mir rumgeringt, was ist für mich wichtig, was ist für mich wertvoll. Ich wusste, dass meine Tochter wertvoll ist. Also habe ich gesorgt, dass meine Tochter so gut wie alles bekommt, was ich leisten kann, und habe dementsprechend 2-3 Jobs manchmal geschoben, um einfach den Standard, der sie schon gewohnt ist, zu halten, obwohl ich alleinerziehend war. Als ich dann die Stabilität wieder bekommen habe und gemerkt habe, okay, ich kann wieder zur Uni gehen, ich kann wieder das machen, erst dann habe ich dann wieder gesagt, okay, meine Tochter hat ihr Leben, ich unterstütze sie, und ich habe auch mein Leben und ich versuche das wieder aufzuholen. Und durch diese Konstellation geht es mir momentan wirklich viel, viel, viel besser. Und ich bin froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe für eine Trennung. Und ich habe ein Verhältnis mit dem Vater immer noch. Der hat immer noch Kontakt zu ihr, weil das ist das, was ich für mich gesagt habe. Ich verbiete das auf keinen Fall, weil es geht um das Kind und um die Entwicklung des Kindes. Man muss da wirklich sein Ego runterschrauben. Es war am Anfang nicht einfach, aber ich habe das wirklich gemacht, nur wegen meiner Tochter. Das musst du dir gut überlegen. Wenn du dich trennst, bist du in der Lage, stark genug zu sein für 2 Leute. Ohne, selbst wenn deine Freunde und Familie da sind, die dich unterstützen, musst du stark sein für 2 Leute, weil du bekommst ein Kind. Das darfst du nicht vergessen. Ein menschliches Wesen hat, dass du Verantwortung hast, bis es volljährig ist. Bist du stark dafür alleine? Holst du dir Hilfe? Wo holst du dir Hilfe? Wann, wie, was? Alle W-Fragen, die du hast im Kopf, musst du jetzt schon recherchieren und schauen, ob du das kannst. Und wenn du denkst, du bist dafür in der Lage, dann ziehst du durch. Und selbst wenn du nicht denkst, wenn du das Gefühl hast, oh Gott, ich bin schwach dafür, ich kann es nicht, probier es trotzdem, wenn du denkst, die Trennung ist wirklich besser für dich, probier es trotzdem, es wird laufen. Es gibt die schlimmsten Zeiten, es gibt aber auch positive Zeiten. Wenn du aber das Gefühl hast, du kannst es mit ihm wieder zusammenraufen, dann arbeite daran und setz euch beide hin und redet, weil das ist die halbe Miete. Redet, spricht euch aus. Versucht Schimpfwörter zu vermeiden, weil du hast immer noch ein kleines Kind im Bauch, verstehst du? Aber redet um jeden Preis. Ja, das war die Frage direkt an mich. Ich wollte jetzt mit Squeeze das nicht machen, weil die Frage halt so offensichtlich war, dass sie mich halt die Fragen gestellt hat. Am Sonntag bin ich auf einer Messe, Kreativmesse tatsächlich, und ich berichte euch drüber. Und in dem Sinne sage ich euch einen schönen Wochenende und danke fürs Einschalten. Subscriben, abonnieren. Bitte, Leute, schaut euch das lange an. Ich brauche meine Minütchen. Schaut euch ruhig das Ganze an. Und vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Und bis Sonntag. Yay, gecheckt.